Ja, gestern konnten wir jetzt nicht mehr filmen, weil die Dings war voll. Hier die Karte, Speicherkarte war voll. Und wir hatten dann keine Lust, die Schuhe auszuziehen, hochzugehen und die zu tauschen. Aber wir haben was gemacht. Was haben wir hier gemacht? Wir haben hier gebuddelt. Ich habe heute Morgen schon mal vorgearbeitet. Ja, einen auf den. So, habe ich hier schön ausgeschachtet, ne? Jetzt, ja, schippt das wieder zu, wie das halt immer so ist. Nee, das ist Fäkalrohr. Das hier ist übrigens unser Kabelsatz. Hier, guck mal. Nur der vom Feinsten, wie ich. Ja, so also toll ist das doch eigentlich. Das ist nicht, kein toller Kabelsand, ne? Aber weißt du, wir haben nichts anderes. Und das muss hier eh weg. Ja, soll ich jetzt mal einmalweise den Gammelschutz von außen holen? Ja, okay, tschüss. Willst du noch kurz was hier zu erläutern? Also das ist jetzt ein sogenanntes HT-Rohr. Das muss man nehmen für Jungs, für die, die es vielleicht zu Hause mal nachmachen wollen. Nimmt da bitte die HT-Rohre, bitte tut mir den Gefallen. Also du hast heute zum ersten Mal HT gehört und jetzt tust du das gleich. Also ne, für heißes Wasser, weil man da ja dann die heiße Suppe reinschmeißt. Ja, die Steine kommen schön daneben, um das sauber einzureiben. Hey, ich passe schon auf, dass das beim Rohr fangen kann. Ja, also da vorne kommt ja die Spüle hin. Der Abfluss, ne, geht dann hier in die Kloake. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Danke, ciao. So, ich muss jetzt hier was machen. Ne? Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit rumfilmen. Tja, der ganze Scheiß wird hier einzeln mit Eimern reingeschleppt. Hier ist der mit dem Baublo, wie er fleißig Scheiße reinklappt. Hier. Ganzen Tag mit Eimer voll Schutt durchs Haus rennen und von A nach B tragen. Jetzt haben wir es ja bald. Das wird doch eine Topfläche, hallo. Also, wir haben hier eine ganze Fuhre Schotter heute weggefahren, ne? Und das, was übrig war, war so ein feines Zeug wie das hier. Das schmeißen wir hier rein und da kommt die Platte drauf. Was willst du denn noch mehr? Wenn du Füllsand oder so ein feines Zeug reinmachst, das hält nicht so gut wie so ein Schotter. Das ist 0,64er. Ja, aber wenn du so einen Schotter holen würdest, dann wäre das auch sehr gut. Hier ist schon ganz platt getreten, vom ewigen Eimer gelaufen. Und hier ist es noch so. Meine Güte. Musst du gleich mal rüberrütteln, ne? Also das machen wir jetzt noch zu, die Ecke da, ne? Ansonsten ist das gut geworden. Bin jetzt einmal rübergerüttelt. Mit Vollgas. Der alte Wacker BPS 1540R. Link in der Videobeschreibung. Gibt's nicht bei eBay. Das ist noch ein echter Wacker. Mit Seriennummer, wenn in einer Cloud weißt genau, wo der ist und diese Geschichte. Ach, mit GPS, HDGDL, DS. Ne? Der Grobschotter, da hat er platt gedrückt, aber natürlich nicht genug Feinanteil. Ne? Wir müssen morgen Manfred fragen, dass er uns noch ein bisschen was vom feinen Schotter mitbringt, wenn er den Bauschutt wegbringt. Jo. So hoch wieder. Ich wollte draußen jetzt nochmal, wir haben ja den ganzen Tag da jetzt Schotter wieder reingetragen. Ich wollte mal draußen jetzt filmen, wie es aussieht ohne Schutthaufen. Deine Gammelauffahrt, ja, ob weil mit oder Schutthaufen, das sieht immer scheiße aus. Nee, ich wollte das jetzt mal gucken, weil man hatte sich jetzt schon dran gewöhnt, monatelang mit Schutthaufen. Ja, aber die Leute doch nicht. Ach so. Die sehen das doch dann. Ja, hier war der ja, ne? Hier ist der ja gewesen. Ja, da ist dein neuer Schutthaufen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist dann eine andere Geschichte. Diese Geschichte ist jetzt erstmal hier an dieser Stelle zu Ende. Und dass da jetzt ein neuer ist, das ist dann was anderes. So, jetzt wollen wir nochmal zum Money.